Hat von vorn gepasst. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Na super. Das ist der perfekte Platz, um Behältnisse mit Wasser zu befüllen oder vom Blitz getroffen zu werden. Hm, ich genauso. Erstmal wieder mal alles einstecken. Na, dann wollen wir mal. Aua! Aua! Hey, Goal! Alles gut bei dir? Langweilig! Was treiben wir hier überhaupt? Keine Sorge, gehört alles zum Plan. Ganz schön gewittrig hier, was? Jetzt mach dir mal nicht in die Hose. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden, ist etwa so hoch, wie die im Lotto zu gewinnen. Pah, Stochastik ist was für Leute, die keine Risiken eingehen wollen. Stimmt. Wie kriegen wir bloß diesen Funkmast repariert? Was fragst du mich? Du bist doch angeblich der Bastler hier. Bin ich ja auch. Ach ja? Was ist denn überhaupt kaputt? Also die Dinger hier, die sind ziemlich lose. Plausibel. Und die Elektroschuhe sind senklich und haben an der Elektroschlaufe einen Elektrodoppelknoten. Ich habe das Problem gefunden. Der Sender ist kaputt. Wow. Ich habe das Problem gefunden. Der Sender ist kaputt. Worauf warten wir dann noch? Ab zu Doc damit. Wieso denn jetzt Doc? Ich bin auch ein Bastler. Und ich dachte immer, du kannst Dinge nur kaputt machen. Und ich dachte immer, von da oben müsste man einen guten Überblick haben. Ich werde immer vom Blitz getroffen. Ach, du machst das gar nicht mit Absicht? Warum sollte ich mich absichtlich von einem Blitz treffen lassen? Na, um mich aufzuheitern, oder nicht? Oder bist du wirklich so dämlich? Reingefallen. Natürlich mache ich das nur zum Spaß. Na dann, gleich nochmal. Yay! Yippie! Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Tja, warum eigentlich nicht? Was spräche dagegen, sich mitten in einem Gewitter auf eine erhöhte Plattform zu stellen? Also machst du es? Himmel, nein! Für wie naiv hältst du mich denn? Fehlt nur noch, dass du mir einen Kübel Wasser für die Füße hinstellst. Oder mir einen Regenschirm in die Ufos? Moment mal. Naiv? Kübel Wasser? Regenschirm? Du planst doch nicht etwa, mich als menschlichen Blitzableiter zu benutzen, oder? Käme ich nicht im Traum drauf. Gut so. Nee, Moment. Nicht im Traum, aber im wachen Zustand? Zu spät. Mist. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Plan. Baby Goal! Was soll das denn? Das ist mein neuer Jingle! Fehlt ein wenig Bass, wenn du mich fragst. Baby Goal! Gefällt mir. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Nicht wirklich. Ich habe Angst vor Gewitter. Ich bin ja bei dir. Ganz schön gewitterig hier, was? Oh ja, wie schaffst du es nur so ruhig zu bleiben? Wenn du erst dreimal hintereinander in dieselbe Steckdose gefasst hast, Dann weißt du noch, wie du Sätze angefangen hast, selbst wenn du schnubbeldi-bubbeldi-wupp. Ich kann noch so viel von dir lernen. Wubbeldi-schnupp? Was? Wie kriegen wir bloß diesen Funkmast repariert? Oh je, damit kenne ich mich nicht aus. Nimm es dir nicht zu Herzen. Du bist ja auch kein Universalgenie wie ich. Ich muss eine unglaubliche Enttäuschung für dich sein. Unglaublich würde ich jetzt nicht sagen. Aber weißt du was? Ich schau dir einfach ab jetzt bei allem, was du tust, ganz genau auf die Finger. Weil du ja immer weißt, was du tust, werde ich auf diese Weise extrem schnell dazulernen. Genau. Ich versuche mir alles ganz genau zu merken. Super. Schritt 1. Rumstehen und zittern. Wäre ich nie drauf gekommen. Ich habe das Problem gefunden. Der Sender ist kaputt. Oh je. Hoffentlich kann Doc ihn reparieren. Wieso denn jetzt Doc? Ich bin auch ein Bastler. Ach,
hatte ich glatt vergessen. Ja, warum wohl? Ich werde immer vom Blitz getroffen. Oh nein, du Armer. Warum trifft das Unglück immer die Besten? Eine sehr gute Frage. Ich wünschte, ich könnte dir irgendwie helfen. Aber alles, was mir dazu einfällt, sind ein paar dumme Tipps, wie man sich bei Gewitter verhalten sollte. Und die kennst du ja bestimmt, so klug wie du bist. Genau. Was sind denn das für Tipps? Was sind das für Tipps? Die Tipps, wie man sich bei Gewitter verhalten soll? Ach, du willst dich doch nur über mich lustig machen. Die kennt doch jedes Kind. Ich kenne sie ja auch. Aber ich fühle mich für dich verantwortlich. Darum muss ich sicher gehen, dass du sie auch kennst. Oh, das ist so lieb. Also, man sollte bei einem Gewitter nie im Wasser sein. Außerdem sollte man Weiden meiden. Man sollte also nie unter einem Baum stehen. Und schließlich sollte man auch keinen aufgespannten Regenschirm halten. Also, Wasser, Baum, Regenschirm. Und dann wird man von einem Blitz getroffen, ja? Aber nicht doch. Selbst wenn man all diese Regeln einhält, ist die Chance, von einem Blitz getroffen zu werden, noch immer gering. Da ist es fast wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Wasser, Baum, Regenschirm, Lotto. Jetzt habe ich alles. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Na klar. Wie macht das? Und jetzt? Irgendwie bringt es das noch nicht. Komm erst mal wieder runter. Okidoki. Ich brauch erst mal Sachen. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Na, dann wollen wir mal. Und? Aua. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Na super. Ah, das ölige Wasser rutscht natürlich komplett runter. Ist ja klar, ne? Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Autsch! Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ich muss ihn irgendwie außer Gefecht setzen. Haben wir sogar. Nein, wir müssen Suko da. Wir haben 4 Orte, die wir ansteuern. Was zum Teufel? Das ist also Porta Fisco, die einstige Metropole am rostroten Meer. Ein ganz schöner Drecksladen, selbst für Deponia-Maßstäbe. Und was stinkt hier nur so furchtbar? Gronk! Den gehen wir mal besuchen. Hallo, Goon! Hey da, sozial benachteiligter Zeitgenosse. Muss das sein? Wieso? Ist das nicht der politisch korrekte Terminus? Ich habe extra nicht ranziger Penner gesagt, obwohl sich das ziemlich aufgedrängt hat. Mein Name ist Goon. Und wenn du dich über Obdachlose lustig machen willst, dann bist du ja einer falschen Adresse. Keine Sorge, ich bin ein Freund des kleinen Mannes. Des kleinen Mannes? Ja, sein Name ist Wenzel. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ach. Das hätte ich ja fast vergessen. Das niedere Volk versteht ja die Sprache der Bildungselite nicht. Zum Glück bin ich geübt im Ghetto-Slang. Och nee, och bitte mach das nicht. Hey ho, Digga, was geht ab in der Hood? Och, lass das bitte, ja? Ich hab nicht immer auf der Straße gelebt. Ich bin Akademiker. Ah, jetzt verstehe ich. Das hier ist so eine Art soziales Experiment, richtig? Du tarnst dich als Tippelbruder, um die Gebräuche der Tramps zu studieren. Genau. Sehr clever. Fast wäre ich drauf reingefallen. Aber nur fast. Zugegeben. Dein Gestank ist authentisch. Aber was dein Benehmen betrifft, da gibt's noch viel nachzubessern. Ich kenne mich gut aus mit den Gepflogenheiten des gemeinen Kloschars. Ich kann dir einiges beibringen. Wenn du mir im Gegenzug ein paar Fragen beantwortest. Aber. Keine Widerworte. Ich bestehe darauf. Du siehst hungrig aus.
Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Ich ernähre mich seit Monaten von Algen, die an der Kaimauer wachsen. Davon blutet zwar mein Zahnfleisch, aber was soll ich denn machen? Ja. Ich sehe, du bemühst dich. Aber nur weil es erbärmlich ist, ist es nicht gleich Penner-Style. Also, was essen Penner? Was auch immer sie finden, wie ich fürchte. Falsch. Ich habe letzte Woche sogar den Wundschor von einem weggeworfenen Pflaster abgeknabbert. Ich sagte falsch. Penner essen Schuhe. Was? Na, Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Was stinkt denn hier so? Was stinkt denn hier so? Wie unsensibel von mir. Das bist ja du. Findest du nicht, dass du ein wenig übertreibst? Sehr witzig. Du durftest auch nicht gerade nach Orchideen. Hey, schön in der Rolle bleiben, ja? Ein Penner wie du weiß doch gar nicht, was Orchidaleen sind. Also, halt den Ball flach, okay? Ist das dein Schirm? Ist das da dein Schirm? Ist das da dein Schirm? Hey, Finger weg. Er ist das Einzige, was ich noch habe. Das Wetter hier am Kai kann manchmal ganz schön unbarmherzig sein. Keine Bange, ich nehme ihn dir schon nicht weg. Ich nehme nur ein paar Modifikationen vor. Er sieht einfach noch zu neu aus. Findest du? Dabei ist bei dem Gewitter neulich der Blitz eingeschlagen. So, das sollte reichen. Aber so schützt er mich doch gar nicht mehr vor dem Regen. Jetzt sei mal nicht so undankbar. Ich helfe dir nur, in deiner Rolle zu bleiben. Könnte ich mir den Schirm mal ausleihen? Spinnst du? Also erst machst du ihn kaputt und jetzt willst du ihn mir ganz wegnehmen. Wenn er kaputt ist, wozu brauchst du ihn dann noch? Als Requisit für meine Rolle. Okay. Wie wäre es mit einem Deal? Ich besorge dir etwas zu essen und du gibst mir den Schirm. Einverstanden? Das würdest du wirklich tun? Na klar. Ich hab dir doch gesagt, dass ich ein Menschenfreund bin. Wir könnten ein bisschen freestylen. Oh nein. Wir könnten ein bisschen freestylen üben. Als Bewohner des Ghettos musst du nur ein Instrument beherrschen. Die Beatbox. Beatbox? Es ist ganz einfach. So. Und jetzt du. Rufus hat den Groove. Rufus hat den Groove, yeah. Der ist cool, beliebt und lässig, wer kick ass erfahrungsmäßig. Seine Pläne immer episch, nicht kopierbar, weil genetisch. Er ist Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Wer ist geiler, weil er steiler geht und Style springt wie ein Alper geht? Wer kommt krass und ganz weit rum? Wer ist bald auf Elysium? Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Bam, bam. Hey, hey, hey! Was, wie? Was soll das denn werden? Ja, ich dachte, ich baue mal einen Break ein. Das ist nicht denken, das ist sich in den Vordergrund spielen. Ach, scheinbar hat es überhaupt keinen Sinn, dir Freestyle beibringen zu wollen. Dabei war der Song so gut, Penner. Freestyler! Hast du zufällig ein Tauchboot hier vorbeikommen sehen? Nein. Tut mir leid. Ich habe die Schnorchelausrüstung wohl in meiner Winterresidenz gelassen. Zu schade. Du hast gar keine Winterresidenz. Das war Sarkasmus. Du bist wohl ein Blitzmerker. Okay, nie wieder Sarkasmus. Penner benutzen nämlich keinen Sarkasmus. Richtig spielt das auch gut. Kannst du mir etwas über Porta Fisco erzählen? Klar. Was möchtest du wissen? Wer wohnt in dem Zelt? Wer wohnt in dem Zelt? Oh, das ist das Zelt des Sehers. Ein erstaunlicher Kerl. Man sagt, er kann die Zukunft voraussagen. Die Kurse von Grundstückswerten am Immobilienmarkt kennt er schon mal nicht. Früher einmal war er ein reicher Mann. Es hieß, er könne sogar Lottozahlen voraussagen. Aber sein Geschäft läuft wohl nicht mehr so gut. Darum hat er auf Partnerberatung umgesattelt. Er gibt Beziehungstipps? Ja, warum nicht? Er hat die idealen Voraussetzungen dafür. Ein abgeschlossenes Psychologiestudium. Eine Glaskugel. Wie komme ich zur oberen Aufstiegsstation? Gar nicht. Der Organon hat alle Wege zum Aufstiegszoll abgeriegelt. Weißt du, wo ich den geheimen Unterschlupf der Rebellen finde? Na klar, der Eingang ist direkt hier in der Kanalisation.
Ich meinte den geheimen Unterschlupf. Ich kenne nur den hier. Ich kenne nur den hier. So geheim ist er scheinbar nicht. Ist Porta Fisco nicht auch eine Niederlassung des Organon? Es ist sogar die zentrale Hauptverwaltung. Ulysses hat sein Büro direkt am Aufstiegssoll der oberen Aufstiegsstation. Seit jeher gehörte es zu den Aufgaben des Organon, Deponianern von den Hochbooten fernzuhalten. Nun ist nur noch eines übrig. Und man munkelt, es würde den Planeten schon sehr bald verlassen. Wer weiß. Vielleicht verschwindet dann auch endlich der Organon aus Porta Fisco. Dann würde ganz Porta Fisco einen Luftsprung machen. Ja. Mehr als du denkst. Bitte was? Beim Gähnen verrenkt. So langweilig fand ich die Geschichte jetzt gar nicht. Lass uns das Thema wechseln. Dieser Ort deprimiert mich irgendwie. Ja, das kann ich gut verstehen. Mich deprimiert Porta Fisco schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber du bist nicht so wichtig. Darum ist es bei dir weniger schlimm. Alter. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digga. Okay. Noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. Der Gut. Das erinnert mich an meinen grandiosen Trick mit der Gulaschkanone. Gulaschkanone? Yay! Immer wieder der Stromumkehrer. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Oh, na ja, wenn man Elend mag. Ich find's toll, sagte die Frau mit dem Gehirnschaden. Was stinkt hier eigentlich so? Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bin nicht ich. Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Lieb von dir. Aber ich muss furchtbar riechen. Ich habe mir heute noch nicht mal die Zähne geputzt. Wenn man das nicht dreimal täglich macht, bilden sich Bakterien im Mund. Genau. Und am Wochenende treffen sie sich mit dem Yeti und füllen süchtig machende Substanzen in Klebstoff. Aber es sind süchtig machende Substanzen im Klebstoff. Arme Goal. Arme, naive Goal. Wer wohl in diesem Zelt da oben wohnt? Bestimmt ein großer Magier. Große Magier wohnen nicht in Zelten, sondern auf dem Kutter von Schrottskippern. Krass. Woher weißt du nur immer all diese Sachen? Magie. Keine Spur von Donnergoal. Wir schaffen das schon. Habe ich jemals etwas anderes behauptet? Du nicht. Aber Doc murmelte vorhin, dass es keinen Sinn ergibt, Tauchboote an Land zu suchen. Doc hat ja auch keine Ahnung. Es klang zumindest logisch. Logik ist was für Leute, die zu faul sind, ziellos herumzuprobieren. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Jetzt nochmal mit Krawallgoal. Oh, na endlich! Habe ich was verpasst? Weißt du noch, wie ich dich vor dem Drachen beschützt habe? Lass mich das umformulieren. Habe ich etwas verpasst, das sich nicht lediglich in deinem Kopf abgespielt hat? Hä? Wo denn sonst? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Mir ist langweilig. Hattest du nicht Abenteuer und krasse Manöver versprochen? Ich hatte gar nichts versprochen, an das ich mich auch halten wollte. Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bist nicht du. Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Das hätte ich an deiner Stelle auch gesagt. Ja, um den Verdacht von dir abzulenken. Warum sollte ich? Ich rieche fantastisch. Ach ja? Ach ja? Das ist der Typ dahin. Thema beendet. Okay. Wer wohl in diesem Zelt da oben wohnt? Bestimmt ein weiterer armer Irrer. Ja, von denen gibt's ja eine Menge. Etwa 3 pro Kutter. Pro Kutter, wo? Keine Spur von Donnergoal. Strengst dich aber auch nicht wirklich an, oder? Ich spare meine Kräfte für kommende Herausforderungen. Und wenn die Herausforderungen nicht kommen? Vertrau mir, die kommen schon. Sie sammeln sich nur für einen Überraschungsangriff. Am Ende sind alle Vorbereitungen zunichte gemacht und schließlich kann uns nur noch ein halsbrecherischer Befreiungsschlag retten. Und das läuft immer so? Jedes Mal. Cool.
Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich weiß immer, was ich tue. Der